Juke Vičuto aus Litauen, damit im Augenblick auf Platz 2, aber nun wird sich das alles mit Sicherheit verändern, denn nun kommt Oksana Skaldina, nicht nur Siegerin gestern im Vierkampf, sondern auch die Weltmeisterin im Vierkampf im Herbst des vergangenen Jahres, besiegte sie in Athen ihre Freundin aus Kiew, Alexandra Timoschenko. Ein bisschen blonder ist sie geworden, die Oksana, seit ich sie zum letzten Mal gesehen habe. Ja, die hat sie sich anscheinend gefärbt. Ja. Ohnehin eine eigenwillige junge Dame. Drückt sich auch in der Komposition und in ihrem Vortrag aus. Ja, sie ist die reifste Gymnastin, die hier auf der Fläche ist. Und obgleich sie von ihren Schwierigkeiten nicht so souverän wirkt, wie sie das normalerweise tut, ist sie trotzdem nicht schlagbar gewesen. Doppelte Taucherdrehung. Ein Risikoelement. Viel Beifall für Oksana Skaldina. Karin Ludwig hat es bereits angesprochen, Oksana ist mit Sicherheit nicht in Höchstform, aber das kann man nicht das ganze Jahr über sein. Okay. Sie wird gezielt auf die Europameisterschaften in Stuttgart hinarbeiten und dann wiederum auf die Olympischen Spiele in Barcelona. Da gibt es sicher noch ein paar Probleme, weil ja nicht die einzelnen Republiken der ehemaligen Sowjetunion zugelassen sind zu den Olympischen Spielen, sondern eine vereinte Mannschaft. Aber wir nehmen doch mal an, dass die beiden Vertreterinnen der ehemaligen Sowjetunion, Timoschenko und Skaldina, sein werden. Doch, wer weiß. Ja, Platz 1 mit der Note von 9,75 im Augenblick.